Fühl-Aid. Ja, wir haben jetzt. Was haben wir jetzt eben? Wir haben jetzt erstmal die Rüstung, was schon mal sehr cool ist. Hier oben informiere die über Averys Ermordung. Wir machen es jetzt erstmal so, passt auf. Wir gehen nach hinten und setzen mal die Rüstung ab. Die lassen wir erstmal dort stehen. Die Power-Rüstung. Dann gehen wir kurz mal nach Fahaba, um zu schauen, was passiert, wenn wir denen sagen, dass Avery, ne, dass diese Frau da umgebracht und ersetzt wurde. Avery, wer ist das nochmal? Ist das die Besitzerin, die Dockbesitzerin? Falls ja, ist das schon echt starker Tobak. Okay, ich stelle das Ding einfach mal hier ab. So. Unsere ultra sicke Rüstung. Können wir vielleicht direkt noch was verkaufen? Ich meine, wegbringen. Ja, ne? So. Was ist das? Ist das nun mal geschehen? Achso, das ist die Nachricht, ne? Von. Erhöht die Präzision, aber auch. 18, 17. Wir haben hier oben schon ein Plasma-Ding. Deutlich krasser vom Schaden her, aber. Ach, das ist ja auch eine Pistole, ne? Eine Plasma-Pistole. Aber wisst ihr was? Die verkaufen wir auch. Das passt schon. Hallo? Dann lieber mit der Wumme weiterrennen, mit der fetten. Obwohl wir eh nicht mehr so viel Munition haben dafür. Also die werden wir wahrscheinlich bald weglegen und dann erstmal liegen lassen. Naja. Ach, schön, dass die Musik wieder spielt. Die habe ich jetzt, glaube ich, seit 20 Folgen nicht mehr angehabt oder 30. Weil wir irgendwann mal ein Notsignal hören mussten. Und seitdem ist das Ding aus. So, Avery. Kann man mit Avery einfach selbst sprechen? Das ist ja die Kapitöse, ne? Ah, das ist Captain Avery. Okay. Achtung, wir speichern mal hart und gucken, was sie jetzt dazu sagt, dass sie ersetzt wurde. Avery. Avery. Vielleicht ist sie ja voll cool und sagt: Ja, ich weiß, ich bin doch Ding. Ich bin doch der Ersatz, du Dummkopf. Schön, dich wiederzusehen. Ausnahmsweise ist es mal recht ruhig. Brauchst du was? Ja. Wie wird Mord in Farhaber bestraft? Wir sind zu unabhängig für Gesetze. Aber wird ein Mord bewiesen, gibt es eine Hinrichtung. Extrem, aber es sorgt für Ruhe. Was hältst du von Dima? Wir sehen ihn nur selten. Ist sehr fromm, schätze ich. Kommt mit den meisten Leuten nicht klar. Ich bin froh, dass er meist im Observatorium bleibt. Wieso? Tja, Avery. Ich habe Beweise, dass Dima die echte Captain Avery getötet hat. Hier. Ich. Aber das. Mein Medaillon. Es ging bei einem Feuer verloren. Und der Schädel. Das kann nicht sein. Hör zu. Ich bin ich. Ich erinnere mich an alles. Ich kann kein Synth sein. Du irrst dich. Tja. Ich weiß, das ist viel. Aber die Beweise sind eindeutig. Damit musst du dich abfinden. Ich. Es stimmt, oder? Es ist wahr, oder? Ich bin ein Sünd. Hast du eine Ahnung, wie das ist? Zu erfahren, dass alles, was man weiß und glaubt, eine Lüge ist? Echt haarig. Wenn du mich anlügst, ist das hier deine eine Chance, die Wahrheit zu sagen. Verstanden? Ich bin nun. Ich fühle mich wie Captain Avery. Wenn ich ein Sünd bin, dann haben sie mich glauben lassen, dass ich sie bin. Ich weiß nicht warum. Tja, Was du durchmachst, es tut mir so leid. Jetzt bleibt mir nur noch so zu leben, wie ich es für richtig halte. Dima ist ein Mörder und ein Lügner. Dafür sollte er zahlen. Aber wenn das andere erfahren, besonders Alan Lee, werden viele Unschuldige leiden. Genau, also schön Farhaber ruhig. steht am Abgrund und das versetzt allen den Todesstoß. Stelle Dima, lass ihn zahlen, wenn du kannst, aber bitte, dieser. Okay, läuft. Kann man da vielleicht noch Geld rausholen? Solche Beweise sind wertvoll. Mal rein hypothetisch. Was würdest du dafür zahlen, dass sie geheim bleiben? Wenn du das andeutest, was ich denke, dann kannst du mich mal. Okay, Captain Eerie. Waffen, Munition, hey Al, weißt du was? Ich hab die Waffen, wenn du Kronkorken hast. Weißt du was? Ich schau Wir mir das haben eine Angebot Runde. mal an. Beeil dich.
Ne, dem Dummkopf will ich natürlich nichts verraten. Das ist nämlich ein Spaced, ein alter Spaced. Der fängt dann hier direkt einen Amoklauf an. Wir gehen mal zu Dima und sagen ihm Bescheid. Avery musste das auf jeden Fall erfahren, würde ich sagen, oder? Klar, wir hätten sie auch einfach so leben lassen können, aber ich denke, jeder Synth merkt irgendwann, dass er einer ist, weil alle anderen alt werden und sterben und der Person irgendwie nicht. Und deswegen musste sie es wissen. So, Dima, was sagst du dazu? Du hast jemanden umgebracht, mein Freund, umgebracht. Wir haben die Raketenabschusscodes noch gar nicht. Die wollten wir uns noch holen. Ich muss die irgendwo abholen. Naja. Jetzt haben wir diese Avery-Geschichte. Hello. Well, hello. My name is Zippero. Doimei. Hey, Doimei. Es tut mir leid, aber ich habe Chase auf dich angesetzt. What? Sie hat gesehen, wie du den Nukleus betreten und verlassen hast. Ja. Also, was war in meinen Speicherbänken? Wird es jetzt leichter sein? Klar. Klar, also Dima, pass auf. Ich habe eine Erinnerung von dir über einen Startschlüssel. Du wusstest, wie man das U-Boot im Nukleus explodieren lässt. Gib mir einen Moment. Ich muss mich selbst erinnern. Ich wollte den Startschlüssel also vergessen. Armer Beichtvater Martin. Ha. Habe ich ihn die ganze Zeit belogen. Das U-Boot rostet im Trockendock vor sich hin. Die Rakete wird die Basis treffen, sonst nichts. Den Nukleus, wo die Kinder des Atoms leben. Der Schlüssel darf nicht in falsche Hände gelangen. Im Nukleus leben außer den Fanatikern, die Verhaber bedrohen, auch Unschuldige. Ist der Nukleus das überhaupt wert? Beurteile sie nicht nach Beichtvater Tektes Aktion. Er hat ihre Angst und ihren Hass genutzt, um sie gegen Verhaber aufzubringen. Aber es ist noch Zeit, sie davon abzubringen. Sehr schön, da bin ich auch völlig... wir müssen alles beschützen. Ich sorge dafür, dass niemand den Schlüssel in die Hände kriegt. Also außer ich. Danke. War sonst noch was in meinen Erinnerungen? Etwas, das uns hilft, Frieden zu stiften? Tja, Dima, du hast nur Scheiße im Kopf. Deine Erinnerungen haben mich zu einem Grab geführt. Du hast Captain Avery getötet und durch einen Synth ersetzt, um Fahrhaber zu kontrollieren. Was? Das ist unmöglich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich habe es getan. Ich habe eine Frau aus Fahrhaber getötet und ersetzt. Ich habe einem Synth die Identität genommen und ihn als Agent missbraucht. Ja gut, was sagen wir jetzt dazu? Das ist schon echt haarig irgendwie. Denken wir pragmatisch. Wie geht's jetzt weiter? Du hast recht. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was jetzt zu tun ist. Ich sehe die Dinge langsam klarer. Wir müssen das vor Fahrhaber geheim halten. Ups. Wenn sie wüssten, was ich getan habe, würden sie nicht nur mich vernichten, sondern auch Arcadia. Und ohne uns werden die Nebelkondensatoren irgendwann versagen. Und alle werden sterben. Ich habe eine Idee. Es gibt noch eine Chance auf Frieden. Aber die Tatsache, dass ich einen Menschen durch einen Synth ersetzt habe, muss geheim bleiben. Also irgendwie... Weißt du, wir halten es geheim. Ich halte es geheim, Dima. Danke. Vielleicht hilft mir mein Schuldgefühl, mich zu konzentrieren. Auch wenn es schrecklich klingt. Diese Erinnerung hat uns eine neue Möglichkeit eröffnet. Wenn Fahrhaber durch uns etwas ruhiger werden kann, vielleicht funktioniert das auch nochmal bei den Kindern des Atoms. Wir könnten Tektes durch jemanden ersetzen, der bereit ist, Fahrhaber zu vergeben und eine Lösung zu finden. Finde ich gut. Wenn das Frieden für die Insel bedeutet? Gut. Beschreib mir deinen Plan. Das wird nicht einfach für uns beide. Aber wir haben keine andere Wahl. Ich will, dass du deinen Einfluss nutzt, um den Hohen Beichtvater an einen abgelegenen Ort zu locken. Mhm. In der Kommandozentrale solltest du einen Ort finden, an dem du dich diskret um ihn kümmern und die Leiche verschwinden lassen kannst. Wenn du fertig bist, komm zurück. Dann wird unser Ersatz losziehen und das Kommando übernehmen. Mach mal einfach. Ich mach's. Vorschläge, wie ich ihn allein erwische? Tektis hat ständig Angst, dass ihn sein Vorgänger Martin entmachten könnte. Auch wenn Martin sehr wahrscheinlich tot ist. Aber wenn du einen Beweis für Martins bevorstehende Rückkehr hast, wird Tektis sicher mit dir reden wollen. Unter vier Augen. Wir müssen nur Martins Auferstehung inszenieren. Dazu brauche ich etwas Material.
Martin hat viele unserer Gespräche aufgezeichnet. Die im Nukleus wurden mit Sicherheit vernichtet. Aber ich habe vor vielen Jahren für Martin eine kleine Zuflucht gebaut, wenn er Ruhe brauchte. Vor der Familie. Geh dorthin und sammle sämtliche Bänder ein, die du finden kannst. Ich arbeite so lange an unserem Ersatz. Und hier. Ich möchte, dass du auch das bekommst. Für das, was du für uns getan hast. Arcadias Schild. Plus 1 beweglicher Intelligenz und Ausdauer und Erfolg. Okay, nice. Aber hey, da ist noch mehr, Dima. Hoffentlich bringt Martins Zuflucht was Nützliches hervor. Also, was will noch? Und zwar... Ich sollte losgehen. Aber sicher. Ich gehöre übrigens der Bruderschaft an. Stirb. Und auch Beate. Wir konnten eben der Hikanomi, der Omi, noch was sagen. Also sie wurde zumindest angezeigt als Questziel. Du bist zurück? Ja. Und? Was hast du gefunden? Können wir Dima vertrauen oder verheimlicht er etwas? Also, ich habe Dimas früheste Erinnerungen gefunden. Er hat jemanden in Fahrhaber ermordet und ersetzt. Dann hat er es vertuscht. Sogar sein Wissen darüber verborgen. Verdammt! Ich hatte gehofft, dass ich falsch liege. Aber ich wusste, da ist was. Weißt du, wieso er es getan hat? Ja, nur aus den guten... Ich glaube, er will nur Frieden für die Leute auf der Insel. Auch wenn das heimliche Kontrolle bedeutet. Er will also nur das Beste für alle? Sollten wir ihm helfen? Ist Arcadia es wert, gerettet zu werden? Hier leben gute Menschen, Sünds. Arcadia muss trotzdem beschützt werden. Ich werde alles tun, was ich kann. Du hast recht. Wir müssen das zu Ende bringen. Vielleicht kannst du mit dem, was du in Dimas Erinnerung gefunden hast, den alten Sünd dazu bringen, das Richtige zu tun. Ich weiß, dass du die meiste Arbeit erledigt hast. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Nimm sie. Vielleicht sind sie ja nützlich. Komm wieder, wenn das alles vorbei ist und wir reden, ja? Viel Glück. Oh, Stinkpacks und Rudewu, dankeschön. Und ein Stutbu. Irgendwo kann ich hier was verkaufen, gell? Vom Institut entfernt, damit wir uns keine Sorgen machen müssen. Ich glaube, hier sind wir falsch. Hier. Eins weiter oben war der Verkaufsstand, ne? Da können wir eigentlich auch ein paar Stealth Boys verkaufen. Die wiegen eh nur wieder so schwer in unseren Taschen. Willst du was kaufen oder so? Ja, handeln. Sag mal, was du so hast. Nicht alles. Nicht alles kaufen. Da, guck mal. Ich gebe dir jetzt mal 2. Ne, ich gebe dir 3. So. Wie viel Schrot haben wir denn? Ah, ja, das passt. Da müssen wir nicht direkt nachgerufen, oder? Also, Dima sagt, wir sollen nach diesen Aufzeichnungen schauen, auf denen er sich mit dem Morten unterhalten hat, damit er den Morten auferstehen lassen kann in Audioform. Das heißt jetzt für uns, hingehen, einsammeln, Leute fisten, zurückgehen, abgeben, wieder hingehen, Leute fisten und so weiter. J. Und das ist direkt angeschaltet. Okay. Ah. Das habe ich noch gesucht. Da hinten können wir den Code beschaffen. Wir schaffen Martins Holobänder. Also wir machen noch das hier hinten. Da haben wir auch noch einen Wegpunkt, der noch fehlt. Unten haben wir auch noch einen, ich weiß. Neben dieser einen Siedlung. Die wir wahrscheinlich jetzt auch bebauen können, oder? Jetzt, wo wir dieses Secret gefunden hatten. Naja. Irgendwie ist die Detektion nicht geladen. Also. Voll die eklige Krabbel. Diese Klickgeräusche von deinem Pip-Boy klingen gar nicht gut. Kete. Du bist dumm. Du bist einfach dumm, Kete. Hui. Hier ist also Point Wurst. Ist direkt da vorne los. Aha. So, so. Haarklammer. Yay. Rudewu und Kuhplatte. Und Buffout. Bewegt. Okay, das ist ein ganz schönes Stück. Da noch drüben ist ein Angler. Oh, da ist bestimmt auch nochmal was Richtiges los. Auf diesem Stückchen. Es scheint eine kleine Insel zu sein da vorne. Ja, das ist eine kleine Insel. Ich sehe keine Feinde, wenn ich von weiter weg Pip-Boye. Okay.
Was ist wo? Ah. Erde in Aufruhr. Oh shit. Ah. Turbinencode. Rede mit jemandem über den Turbinenschalter an den Turbinen. Machen wir direkt. Gleich. Nicht direkt. Sondern wir holen noch kurz die Holobänder. Und dann gehen wir noch an den letzten Außenposten, von dem wir wissen, dass wir den noch nicht erkundet haben. Und dann gehen wir zurück zu Dima. Dieser blöde Reizhusten ist schrecklich. Liegt bestimmt auch an der trockenen Luft. Hab extra schon so ein Schälchen Wasser auf die Heizung gestellt. Lass uns noch ein bisschen Filmstillers. Hello, guys. Look at me. A golden ham. This is my ham. Hallo. Bam, Alter. Er blockt. Ey, und ich kann nicht blocken, oder was? Ich reiß dir den Arsch auf. Blocken, du. Ach du Kacke. Warum? Warum hab ich hab die immer noch ausgewählt, die Impulsmine. Ich wollte eigentlich einfach eine Splittergranate schmeißen. So. Hallo, 3. Boah! What the f... Es sah kurz gut aus, wenn man schießt einen mit Raketenwerfer auf uns. Okay. Wartet. Splittergranate, schnell speichern. Splittergranate nehmen. Zu denen hinschmeißen. Hingehen. Und schlagen. Au. Da kann sie nicht werden. Sehr gut. Batsch. Jawohl, Kate, gib ihm. Ja. Ja. So, ich nehme an, der Atombombenwerfer-Spack ist über uns. Da oben steht einer. Können wir den mir in den Sack schießen? Ajo. Okay, von hier können wir eben nicht gescheit in den Sack schießen. Alle, ah, das war dieser blöde Aufgang. Ha, direkt gemeistert. Yo, bro. What the matter, dude? Oh, shit. Oh, er hat den einfach schon gezogen. Das ist doch ein Wahnsinniger, oder? Hopp! Alter, er wollte erst wieder nicht schlagen, der Sack! Ja. Gut, das war's. Kate, was verdammtierst du da unten rum? Schein einfach ausschalten. Ist ja runtergefallen, wahrscheinlich. Schieß da Dorn. Geschwind mal die Holo-Dinger holen, die Holo-Bänder. Ist ja mitten auf einem Weg. Also noch nicht mal versteckt. Liegen die einfach rum. Na, nee, das ist ja. Man sieht ja von hier, dass das ein Eingang ist. Wahrscheinlich so ein Loch oder sowas. Na jo. Irgend so ein Abwasser-Ding. Da müssen wir nicht durch. Ah, hier. Na, alle. Oh, Schüssel. Oh, er hat 300 Jahre gebraucht, um den Ding zu ziehen. Ich wollte ihm einfach nur geben. Schnell da rein. Eine Hinrichtung. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Ich habe von der Exekution gehört. Unfassbar, dass sie deinen Missionar getötet haben. Bruder, glaubst du, die anderen werden ihm folgen? Eine gute Seele. Es ist früher. Viele haben Andrews gemocht. Es hat das Schlimmste in ihnen hervorgebracht. Zorn, Hass. Bedecktes konnte man es noch tolerieren. Dima, da muss was passieren. Schnell, Dima. Auswanderung. Wir sollten die Bewohner von Fahrhaber überzeugen, dass sie weggehen. Wir werden die ganze Zeit geredet, gerabbelt. Du weißt, dass sie für diesen Ort nicht geschaffen sind. Der Nebel wird jedes Jahr dichter. Wie lange wird es dauern, bis die Kondensatoren überlastet sind? Das ist keine Verbannung, Dima.
Das ist Gnade. Tut mir leid, Martin, aber nein. Sie haben dasselbe Recht wie du, hier zu sein. Das Recht? Dieser Ort will sie umbringen! Und jetzt wollen wir alle an die Gurgel wegen des Chaos, das du angerichtet hast, weil sie bleiben durften! Und wenn du das nicht erkennst, dann hast du keinen Grund, hier zu sein! Ich denke, du solltest gehen! So. Bitte, das lässt sich doch anders lösen. Verschwinde! Verschwinde, gut. Wir haben hier einmal einen neuen Weg. Wir reden weiter, wenn du wieder bei Sinn bist. Bei Atom, ich habe sie verloren. Tektos verlangt nach Blut und die Kinder jubeln. Ich flehe um Anstand und sie flüstern Verräter hinter meinem Rücken. Und ich frage mich, was ich getan habe, dass du sie mir wegnimmst. Aber tief in mir weiß ich es. Oh, es geht weiter. Aber tief in mir drin weiß ich es. Schwindender Glaube ist ein unbeaufsichtigtes Feuer. Es lässt sich nicht mehr entzünden und so sitze ich hier, denke über die Glut nach und versuche, den Mut zu finden, das zu tun, was ich schon lange aufschiebe. Ich werde also durch diese Tür treten und dann wird mein Leben von neuem beginnen. Aber zum ersten Mal liegt mein Weg nicht in deiner Hand, Leuchtender. Mhm. Komm, ich nehme es halt mal mit, das Bettelchen da. Schwester Gwyneth kam letzte Nacht zu mir. Sie sagte, sie hätte eine weitere Nacht nachgedacht, wie wir es gesprochen hatten, aber sie könne nicht ungesehen machen, woran sie glaubt, dass es Atom nicht gibt. Wir haben fast 2 Stunden lang diskutiert, hin und her. Ich habe sie an die Geschenke der Insel erinnert, an Atoms Segen, an die Boten, die ihr Bruder und Schwestern Ich hab's einfach weggepackt. Oh Gott. So! Ich muss sagen, ich bin überrascht. Auf nach Helme. Komm, schnelle Ladung, so wie vorhin. Eben musste nur ein Raum geladen werden, deswegen ging das so fix. Aber jetzt muss halt wieder Umgebung geladen werden. Nee. Ich hatte angenommen, dass du und deine Anhänger hartnäckiger nach dem Startschlüssel des U-Boots suchen. Ich hoffe, wir haben dich nicht zu sehr enttäuscht. Ich will unseren Verpächter nicht erzürnen. Ich denke, ich werde es überleben. Aber müsst ihr für euren Gott nicht bei einer Atomexplosion umkommen? Das sind schon echt abgedrehte Kerle. Die Leute. Das ist Wahnsinn. Also was Glaube, Religion und so weiter und so fort, spirituelle Geschichten den Menschen anrichten. Das ist anrichten können. Geschäft, Atom will nichts von uns. Er hat uns die Chance gegeben, etwas Größeres zu werden. Um unsere sterblichen Hüllen zu spalten und Millionen neuer Welten zu schaffen. Wir nehmen einfach die Chance seines Leuchtens an. In welcher Gestalt auch immer. Wenn du den Startschlüssel findest, würdest du ihn benutzen? Das weiß ich nicht. Hast du Angst? Wenn nicht, wäre ich verrückt. Aber wir haben uns hier niedergelassen. Als Freunde, als Familie. Einen Ort, an dem man daheim ist. Okay. Genau. Der Nukleus ist ein wahrhafter Segen. Es wäre schwer, solch ein Geschenk zu verlassen, selbst für andere. Aber der Schlüssel ist verschwunden. Bis Atom ihn zurückgibt, musst du wohl bei uns bleiben. Ich denke, ich werde es überleben. Einfach im Flug die Fresse polieren. Komm her. Nein. 2. Weil das war schon alles, meine Herren? Ja, das war scheinbar echt schon alles. Jawohl, nochmal richtig abgestaubt hier. Und der gleiche Koffer wie in diesem einen Hotel. So, ich denke, jetzt haben wir alles erkundet, oder? Hier zwischendrin könnte noch was sein. Also hier habe ich schon geschaut, da war vorhin nichts. Ja, ich glaube, wir haben echt alles. Hier könnte noch vielleicht irgendwas sein. Ich gehe noch kurz hier hin und schaue nach oben und gucke, ob ich da irgendwas auf der Karte sehe. Wenn nicht, gehen wir dann direkt zurück zu Dima und sagen ihm noch die Sache mit dem... Also wir geben die Holobänder ab und sagen das noch mit diesen Startcodes. Mit diesen Codes für die... Ihr wisst schon. Für die Generatoren. Scheiße. Gut, hier ist nichts.
auf und davon zu Dima. Finde raus, wo sich der... dafür muss man also in dieses Hotel, okay. Ich hoffe, es ist immer noch geleert. Da ging schon ordentlich ab. Der Hammer ist schon echt sick, oder? Dieser raketenbetriebene Strahlemann-Hammer. Da macht schon Spaß. Ist noch fast der Level up. Schmied haben wir jetzt 1 gelevelt. Wir brauchen aber Level 2. Oh Gott, oh Gott. Die Cage. Scheiße! Oh nee. Hopp, ihr seid doch alle tot. Ah, das ist nur der eine, den ich letztes Mal auch schon gesucht habe. Der irgendwie übrig geblieben ist. Okay, komm, dann gehen wir jetzt mal hier rein und... wisst ihr was? Vielleicht ist es da, wo wir nicht rein konnten letztes Mal. Wo dieses verdeckte Tastenfeld an der Wand war. Ja, das ist da. Das war das da hinten links. Vielleicht wird das jetzt einfach... wurde das jetzt getriggert und geht jetzt. Abgeschlossen? Hä? Ajo! Jetzt geht's. Nice. Sehr nice. Oha. Hören wir hier mal rein. An Franny. Franny. Ich bin's. Ich bin im Grand. In unserer alten Suite. 485130. Das ist der Code für den Schutzraum, den sie gebaut haben, falls... falls die Bomben fallen. Franny. Schön. Du musst schnell kommen. Ich weiß nicht, wann sie mich holen. Also habe ich das Boot vorbereitet, falls wir schnell verschwinden müssen. Okay. Hier wollten sich also zwei treffen. War das die Franny, die hier vor uns lag? Das müssen wir gleich mal schauen. Kann gut sein, dass sie das war. Die Nachricht abgehört hat und jetzt dann zum Boot wollte. Hoppala. So. Ja, das sieht nach einem Frauenkleid aus. Und das hier hinten könnte der Verfasser dieser Nachricht sein. Ja, ich denke, das war... Der hat sich umgebracht, okay. Schutzraumterminal. An Rezeption wenden. Geht nicht. Rechnung ansehen. Mhm. Oh. Band abspielen. Schutzraum Sicherheitsband. Schutzraum Sicherheitsband. Schauen wir mal. Los. So. Hören wir mal rein. Hey, ich will deine Hände sehen. Also, wo ist der Schlüssel? Franny, steck die Waffe weg. Was willst du denn erreichen? Meine Arbeit erledigen. Du gibst mir den Schlüssel, ich werde bezahlt. Bezahlt? Die Welt geht unter. Willst du wirklich... Oh, shit. Schrei so viel du willst, Arnie. Alle wurden evakuiert. Wir sind nur wir beide. Konzentrier dich. Wo ist der Schlüssel? Verrotte in der Hölle. Das kann den ganzen Tag weitergehen, Arnie. Gut. Was soll's? Das Ding ist auf dem Boot. Bei den Docks von Finch Cove. Die Kombination ist 44, 6, 75, 12. Und war das so schwierig? Bis dann, Captain. Also, wo zum Teufel geht diese... Mit mir. Oh, shit. Der hat die abgeknallt. Du sitzt fest mit mir. Richtig nice. Die haben sich also beide einfach niedergeschossen. Sie konnte den Schlüssel nicht holen. Somit liegt er immer noch bei den Bötchen. Und die Kombination habt ihr euch ja alle gemerkt. Los, komm. Lade. Schneller. Nein, kein Geräusch. Geräusch? Renn. Moment, ist das überhaupt richtig? Oh Gott. Da wäre ich jetzt fast hingerannt. Das wäre ins Auge gegangen. Go. Komm schon, den Schlüssel will ich noch haben. Schalalala. Dreh dich. Let's have a dance. Oh, my boy. It's your boy, Skinny Penis.
wie er sich gefreut hat. It's your boy, Penny Skenes. Und nochmal, komm. Die Katie schreit. Crown Cakes, Alter. Reiches Vieh. Ja, ich habe gleich was Brauchbares gefunden, und zwar Raketenabschusswürste. Mhm. Blub. Da unten ist zwar noch irgendwas. Oh Gott, Angler. Aber warte, die sind gar nicht so gut, ne, die Angler. Hi, Bitches! Hört auf zu spucken. Oh oh. Habt ihr auch irgendwie das Gefühl, dass die uns gleich richtig zermöbeln? Kommen die hier überhaupt her? Ich glaube, die müssen sehr, sehr, sehr weit laufen. Okay, das schaffen die gar nicht. Passt auf, ich mach das so. Ich gehe runter. Hol das schnell. So. Ich nehme einfach kurz alles mit. So, die Angler haben mich nicht gekriegt. Wir gehen einfach zurück, hier hoch. Und dann rennen wir weg, und zwar hier nach rechts, dass sie uns nicht mehr sehen, dass wir uns teleporten können. Oh Gott. Das sind doch jetzt nicht die Angler, das sind... Hallo. Nein. Ach Scheiße. Hier sind noch Crabs. Mr. Crabs, das ist. Wir müssen da außen rumgehen. Ich bin hier. Blöde Krabbe. Hallo. Au. Warum sehe ich mein Life nicht mehr? Das Gerät eben ist, war das Life einfach nicht da. So, und weg. Wer lebt noch? Okay. Ein Life noch. Ich meine, ein Kill noch, und dann ist das Level Up zumindest da in der Folge noch. Komm her. Wo bist du? Gott, ist der weit weg? Hä? Ist der unter uns? Oh Gott. Du musst hochkommen zu mir. Ich kann doch nicht im Wasser gegen dich fighten. Ach komm. Komm mal darüber. Du blöder Pinkler. Komm her. Weg ist er. Okay. Tja. Dann gehen wir jetzt halt auch weg. Und in Sicherheit. Okay. Können wir uns jetzt auch schon porten? Schalte Farbes Verteidigung aus. Sind doch nicht verrückt. Ja, wir können uns porten. Alles klar. Okay, dann machen wir das Level Up dann einfach in der nächsten Folge. Wir geben den gesamten Kram in der nächsten Folge ab. Und ja. Oh, ich muss sagen, ich freue mich schon so ein bisschen wieder aufs Commonwealth. Da wieder zurück zu sein, daheim zu sein bei den Bungets. Und auch so ein bisschen an den Siedlungen weiterzubauen. Obwohl wir hier auch noch alle Siedlungen bebauen müssen. Ich glaube, es gibt hier 3 oder 4. Es gibt die beim alten Longfellow, es gibt das Sägewerk, und es gibt das, wo wir so krass angegriffen wurden. Und ich glaube, das unten, da wo wir die 3 Generatoren anschalten mussten, das ist auch nochmal was. Nun ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao.